Die Bayerische Regiobahn ist ein Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in Holzkirchen, das ein insgesamt 755 Kilometer langes Streckennetz in Bayern betreibt. Dabei unterteilt sich dieses Netz in 5 Teilnetze mit 100 Dieseltriebwagen und 42 Elektrotriebwagen. Kommen wir zuerst zur Geschichte. Die Bayerische Oberlandbahn wurde am 31. März 1998 gegründet. Sie nahm an der Ausschreibung zum Netz Oberland teil, um die Strecken von München nach Bayerisch-Zell, Lenggries und Tegernsee betreiben zu können. Am 7. Oktober 2006 wurde der Verkehrsvertrag für die Strecken Augsburg-Schongau, Augsburg-Ingolstadt und Ingolstadt-Eichstätt-Stadt zwischen der BRB und der BEG unterzeichnet. Die BRB nahm dann mit 26 9 Lind 41 Triebwagen den Verkehr auf den drei Strecken auf. Springen wir nun ins Jahr 2013. Im Dezember 2013 übernahm der Meridian die Strecken München-Salzburg, München-Kufstein und München-Holzkirchen-Rosenheim. Für diese Strecken wurden insgesamt 35 Neufahrzeuge des Typs Flirt 3 beschafft. Am 9. November 2015 gab die Bayerische Eisenbahngesellschaft bekannt, dass diesen Netz Augsburg Los 1 ab Dezember 2018 an die BRB zu vergeben. Die Verkehrsverträge beinhalten die Strecken München-Füssen, Augsburg-Füssen und Augsburg-Landsberg am Lech. Für dieses Netz wurden insgesamt 19 Lind 41, 4 Lind 54 und 5 Lind 81 beschafft. Springen wir ins Jahr 2020, seitdem sind im Netz Oberland nur noch Lind 54 Triebfahrzeuge unterwegs. Seit Dezember 2020 gibt es auch in Bayern die Liniennummern für den Regionalverkehr. Seitdem sind auch Meridian, Bayerische Oberlandbahn und Bayerische Regiobahn zur Bayerischen Regiobahn zusammengeschlossen. Seit Dezember 2021 betreibt auch die Bayerische Regiobahn die zuvor von der Berchtesgadener Landbahn betriebene Strecke Freilassing-Berchtesgaden. Seit Dezember 2022 betreibt die Bayerische Regiobahn auch die Strecke Traunstein-Ruppolding. Somit sind wir im Hier und Jetzt angelangt. Kommen wir zum aktuellen Verkehr. Die BRB betreibt 5 Teilnetze: Chiemgau-Inntal, Oberland, Ostallgäu-Lechfeld, Ammersee-Altmühltal und Berchtesgaden-Ruppolding. Kommen wir nun zum aktuellen Fahrzeugeinsatz. Im Netz Oberland werden insgesamt 31 Lind 54 Triebwagen eingesetzt. Im Netz Ammersee-Altmühltal werden 41 Lind 41 eingesetzt. Im Netz Ostallgäu-Lechfeld kommen insgesamt 19 Lind 41, 4 Lind 54 und 5 Lind 81 zum Einsatz. Da alle Strecken in den Netzen Chiemgau-Inntal und Berchtesgaden-Ruppolding elektrifiziert sind, kommen dort Elektrotriebwagen von Stadler zum Einsatz. Dies sind dann 5 dreiteilige Flirt 1 Triebwagen sowie 9 dreiteilige Flirt 3 und 28 sechsteilige Flirt 3 Triebwagen. Das war dann der kurze Überblick über die BRB. Tschüss, bis nächste Woche.